Schön, dass Sie unsere Nummer gewählt haben. Ich bin Hildegard Renovanz-Grützmacher, war früher Krankenhauspfarrerin und lebe jetzt im Ruhestand in Gomaringen. Einer meiner Enkel, Valentin, er ist 8 Jahre, betreibt Fechtsport. Zweimal wöchentlich geht er trainieren mit Fechtanzug, Maske und Degen. Das macht ihm Spaß. Kürzlich fuhr ich seinen Freund und ihn zum Training und im Auto haben sie sich unterhalten. Hoffentlich ist der Jens heute nicht da. Der ist immer so streng. Aber Jens, einer seiner Trainer, war da und an diesem Freitag für das Training zuständig. Ich durfte sogar zuschauen und ich traute meinen Augen nicht. Valentin war unsicher, er war langsam, er schaute immer bei seinem Nachbarn, was der machte. Er machte die Übungen wirklich nicht gut. Der Ausfallschritt gelang ihm nicht. Was war mit ihm los? Ich habe ihn noch nie so schlecht im Fechten gesehen. Er hat sich bemüht, aber es gelang ihm nur wenig. Valentin, warst du heute müde? Fragte ich ihn. Ich war nicht müde. Es ging alles so schnell. Der Jens hat immer kommentiert. Er meinte, kommandiert. Die anderen Trainer sind viel besser. Bei Jens denke ich immer, dass ich gar nichts kann. Und das bestätigte auch sein Freund. Ihm ging es wohl genauso. Dieses Erlebnis fiel mir ein, als ich die Losung für den heutigen Tag gelesen habe. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Psalm 119. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. In diesem Wort sehe ich die Lösung für Valentins Unsicherheit. Von seinem Trainer ging nichts Ermutigendes aus. Er teilte Befehle aus und kritisierte. Und selbst als Zuschauende fühlte ich mich klein gemacht. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. In diesen Worten höre ich, dass der Beter, die Beterin ermutigt ist. Sie sagt zu Gott, du hast mich gemacht, du willst mich. Du hast mich für das Leben bereit gemacht, mich bereitet, mir alles gegeben, was ich brauche. Du meinst es gut mit mir. Immer wenn ich mich daran erinnere, will ich noch mehr lernen von dir. Unterweise, lehre mich und ich will es annehmen. Ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du mir gut bist. Es fällt mir leicht, noch mehr von dir zu lernen. Genau das hat Valentin in seiner letzten Trainingsstunde gefehlt. Er hat von seinem Trainer nichts Ermutigendes gehört. Er fühlte sich klein gemacht und wurde dabei klein. Er brachte nichts mehr zustande. Durch Befehle wurde sein Können zugeschüttet. Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, kennen das sicher aus der Schule, aus dem Beruf, auch von den Eltern. Es gibt Menschen, die können aus uns Leistungen herauslocken, die wir uns selbst nie zugetraut hätten. Welch ein Segen, wenn uns solche Menschen im Leben begegnen, uns groß machen. Du hast mich gemacht und bereitet, heißt es von Gott. Du hast mich gewollt. Gott tut das mit uns jeden Tag, uns groß machen. Bei einem solchen Lehrer kann ich nur motiviert sein, mich nach seinen Geboten zu richten und immer neu zu lernen. Ich bete für Valentin, dass Gott ihm so manche
Großmacher und Großmacherin schickt. Haben Sie einen guten Tag. Mit herzlichen Grüßen.